Hey, mein Name ist Tom und das ist TomTo. Heute gibt es Top 9 125 Kubik Motorräder 2018. Das und mehr nach dem Intro. Wie jedes Jahr stelle ich euch heuer wieder 2018 Top 10 oder in meinem Fall jetzt Top 9 125 Kubik Motorräder vor. Die nächsten Wochen, jeden Sonntag um 10 Uhr morgens, kommt dann ein Video mit A2, A, Supersport, Naked und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn du kein Top 10 Video mehr verpassen möchtest, dann unbedingt diesen Kanal abonnieren. Wir steuern direkt auf die 20k zu. Da sollte es dann ein Special geben. Also nicht verpassen, abonnieren und los geht's. Platz Nummer 9 belegt die Honda CB125F. Es handelt sich hierbei um ein Naked Bike mit einem luftgekühlten Einzylinder Viertaktmotor und einem Gewicht von 128 Kilogramm. Die Leistung beträgt 7,8 kW, sprich 10,6 PS. Und Kubik hat es 124,7. In den Tank könnt ihr insgesamt 13 Liter einfüllen und die Sitzhöhe beträgt 775 mm. Der Neupreis in Deutschland beträgt 2890 Euro und der Neupreis in Österreich beträgt 2990 Euro. Das Motorrad ist vielleicht nicht für jedermann etwas. Es ist ein sehr zuverlässiges Motorrad, was euch sicher durch die Gegend bringen wird. Und wenn ihr nach Asien fliegt einmal, dann seht ihr, wie viele Dinger von denen dort herumfahren. Also man kann auf jeden Fall sagen, ein sehr zuverlässiges Gerät und ein solider 9. Platz. Meinen Platz Nummer 8 belegt die Ryu Marathon Replika. Es handelt sich hierbei um eine Supermoto mit einem Gewicht von 115 Kilogramm. Die Leistung beträgt 9,9 kW, sprich 13,5 PS. Mit einer Kubikanzahl von 124,9. Die Sitzhöhe beträgt hierbei 875 mm. Das heißt, es ist sogar ein Motorrad, wo sich die größeren Leute draufsetzen können und super klarkommen werden damit. Und der Tankinhalt ist 6,3 Liter. Es ist ein einzelner Viertaktmotor verbaut und der Neupreis dieses Motorrads beträgt ca. 4.399 Euro, länderabhängig und steuerabhängig. Ja, das ist meine einzige Supermoto, die ich in diesem gesamten Ranking habe. Warum ist das die einzige Supermoto? Weil diese Supermoto fahren darf auf den Straßen. Die EX10-Modelle, die sind toll und Zweitakt ist eine tolle Sache und so. Aber meines Erachtens werden 99% davon illegal gefahren. Ich habe es immer wieder in den Top 10 Videos gelesen. Ey, meine EXC ist 10-mal schneller als die ganzen Gammelmotorräder hier drin. Ja, aber du fährst illegal. Das heißt, schlecht für dich und schlecht für deine Zukunft. Denn gerade die 125er-Szene ist von der Polizei sehr stark überwacht und auch das Internet. Das heißt, tut mir den Gefallen und schreibt nicht wieder in die Kommentare, dass ihr illegal unterwegs seid. Nur da ein kleiner Tipp an diesem Punkt. Platz Nummer 7 ist die Honda MSX. Ein Funbike, würde ich sagen. Oder vielleicht auch Affenmotorrad. Aber das ist wieder eine andere Sache. Es hat 105 Kilogramm, einen Einzylinder Viertaktmotor verbaut, eine Leistung von 7,2 kW, sprich 9,8 PS. Und 124,9 Kubik. Die Sitzhöhe beträgt hierbei 765 mm und der Tankinhalt sind 5,7 Liter. Der Neupreis in Deutschland sind 3.375 Euro und der Neupreis in Österreich sind 3.690 Euro. Ja, dieses kleine Motorrad ist einfach ein Funbike, glaube ich, für jedermann, der was Spaß haben möchte und nicht unbedingt das Fahrmotorrad nehmen möchte, um von A nach B zu kommen. Der kann sich so ein Motorrad auf jeden Fall kaufen. Es gibt einige YouTuber, die es ja auch erfolgreich fahren und damit ihre Stunts, Wheelies und sonst irgendwas machen. Alles möglich mit diesem Teil. Also, wer ein Fun-Motorrad sucht, ist hier auf Platz Nummer 7 auf jeden Fall auf dem richtigen Ort. Platz Nummer 6, die Zero S 11 kW. Ein Elektromotorrad. 23 kW, sprich 31 PS und eine Leistung von 7,2 Kilowattstunden und einem Gewicht von 142 Kilogramm. Das ist deutlich mehr als bei den anderen 125ern und ich sage euch eins, die wird auch jede 125er abziehen. Die Sitzhöhe von diesem Motorrad beträgt 807 mm und der Neupreis in Deutschland, und da haltet euch jetzt bitte fest, ist 12.490 Euro und in Österreich 12.590 Euro. Ja, ja, ein Motorrad, was vielleicht nicht für jedermann da draußen ist, das ist mir schon klar. Jedoch glaube ich einfach, dass ein Elektromotorrad für die Zukunft etwas ist, was vielleicht geben wird oder was einen Markt haben wird. Deswegen ist es ein Motorrad in diesem Ranking, ist auf jeden Fall ein gutes Motorrad, wenn der Preis jetzt mal ein bisschen runtergehen würde. Was ich aber auch gleich dazu sagen möchte ist, die Umweltbilanz von so einem Teil ist auch nicht wirklich gut, weil die Akkuherstellung noch sehr viel Energie frisst. Daher, wenn ihr wirklich auf Umwelt setzen wollt, kauft euch bitte kein Elektromotorrad, weil dann müsst ihr, weiß ich nicht, wie viel 1000 Kilometer fahren, damit das wieder sich einrechnet.
Platz Nummer 5 ist die Aprilia RS, ein Supersportler. Der einzelne Viertaktmotor ist flüssigkeitsgekühlt und das gesamte Motorrad hat ein Gewicht von 145 Kilogramm und eine Leistung von 11 kW, sprich 15 PS. Die Sitzhöhe beträgt hierbei 820 mm und der Tankinhalt sind 14,5 Liter einfüllbar, ein ziemlich großer Tank. Der Neupreis in Deutschland beträgt 4.290 Euro und der Neupreis in Österreich beträgt 5.190 Euro. Die Aprilia RS ist auf jeden Fall ein tolles Motorrad, was es schon viele Jahre gibt und was für jeden da draußen etwas ist, der auf Supersportler steht und der auf diese typische Aprilia-Look steht. Denn dieses Motorrad macht auf jeden Fall einiges her, wenn ihr irgendwo vorfahrt. Der nächste Platz ist jetzt etwas anderes. Ich habe oftmals Motorräder zweimal in der Liste gehabt, die nur Bauart, also Supersport und Naked waren der Unterschied. Ja, es ist ein krasser Unterschied, aber grundsätzlich die Struktur vom Motorrad ist das gleiche. Deswegen habe ich sie dieses Jahr auf einem Platz zusammengefasst. Deswegen auch nur Top 9, weil ich hätte auch Top 10 machen können, aber Top 9 passt mir besser. Dann fasse ich die alle zusammen und habe sozusagen das Gesamtpaket an 125ern in diesem Video. Und los geht's! Meinen persönlichen Platz Nummer 4 belegt die Yamaha YZF-R 125. Es handelt sich hierbei um einen Supersport mit einem Einzylinder Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt und 142 Kilogramm. Und die Leistung beträgt 11 kW, sprich 15 PS. Und das Motorrad hat 124,7 Kubik. Die Sitzhöhe beträgt hierbei 825 mm und in den Tank passen euch 11,5 Liter. Der Preis in Deutschland ist 3.999 Euro, der Preis in Österreich ist 5.699 Euro. Und ebenfalls auf dem Platz Nummer 4 ist die Yamaha MT-125. Es handelt sich jetzt hierbei um das Naked Bike Variante von Yamaha mit dem gleichen Motor, mit der gleichen Leistung. Der einzige Punkt ist die Sitzhöhe und das Gewicht, in dem sie sich unterscheiden, nämlich das Motorrad ist um 2 Kilo leichter und wiegt 140 Kilogramm und ist um 15 mm niedriger und damit auf 810 mm. Dabei unterscheiden sich leider auch die Preise. Dieses Motorrad ist etwas günstiger, nämlich 3.898 Euro in Deutschland und 4.495 Euro in Österreich. Ja, beide Motorräder sind definitiv sehr solide und sie sind sehr weit verbreitet. Und ich weiß, viele von euch kämpfen zwischen KTM und Yamaha. Beides sehr tolle Motorräder, ihr könnt euch beides kaufen, beides hat Vorteile und Nachteile, was man jetzt im Endeffekt aber nicht so krass merkt. Gerade in der 125er Liga ähneln sie sich doch sehr, sehr stark, die ganzen Motorräder im Gesamten. Wenn du mich persönlich fragen würdest, was würde ich mir jetzt kaufen, dann würde ich definitiv zur MT-125 greifen. Warum zur MT-125? Weil es einfach das bequemere Motorrad für mich persönlich ist und ich mehr den Look von der MT-125 mag. Aber natürlich, das andere Motorrad ist auch toll. Und damit kommen wir schon zum nächsten Platz. Platz Nummer 3 belegen dieses Mal wieder zwei Motorräder. Und das ist die KTM Duke 125 und die KTM RC 125. Ich habe sie etwas abgestraft, das erzähle ich euch aber gleich, warum ich sie abgestraft habe. Fangen wir an mit der KTM RC 125. Es handelt sich um einen Supersportler mit einem einzelnen Viertaktmotor mit 135 Kilogramm und einer Leistung von 11 kW, sprich 15 PS. Mit 124,7 Kubik. Die Sitzhöhe hierbei beträgt 820 mm und der Tankinhalt sind 10 Liter. Der Preis in Deutschland ist 3.980 Euro und der Preis in Österreich sind 4.190 Euro. Kommen wir nun zur Duke 125. Dieses Motorrad unterscheidet sich wieder im Preis, im Gewicht und dass es ein Naked Bike ist und natürlich in der Sitzhöhe. Es ist also ein Naked Bike mit einem Trockengewicht von 138 Kilo. Interessanterweise ist dieses Motorrad sogar schwerer als die RC 125, was normalerweise unüblich ist. Normal ist das Verhältnis genau andersrum. In diesem Fall ist es aber nicht so. Mit der gleichen Kubikanzahl, mit einem etwas größeren Tank sogar, nämlich mit 13,4 Liter, sehe ich gerade, und einer Sitzhöhe von 830 mm. Der Preis ist auch dementsprechend höher bei diesem Motorrad, ebenfalls etwas Unerwartetes, denn normalerweise sind die Naked Bikes immer etwas billiger als die Supersportmotorräder. Hierbei beträgt der Preis in Deutschland 4.350 Euro und der Preis in Österreich 4.598 Euro. Ja, warum habe ich die jetzt abgestraft auf den dritten Platz? Das hat folgenden Grund. Aber zuerst die positiven Dinge von diesem Motorrad. Ihr könnt, wenn ihr euch eine Duke oder eine RC kauft,
die super leicht wieder verkaufen. Und das ist einfach gerade in der 125er-Szene sehr wichtig, weil du fährst das Motorrad 2 Jahre und dann verkaufst du es wieder und möchtest nicht zu viel Verlust gemacht haben. Und mit den KTM-Modellen ist das meistens sehr gut möglich. Der zweite positive Punkt ist, es sind sehr solide Motorräder, die nicht sehr anfällig sind und mit denen du enorm viel Spaß haben kannst, weil sie super abgestimmt sind und einfach wirklich tolle Motorräder sind. Der einzige negative Punkt ist, dass dieses Jahr 2 Motorräder besser waren und ich sie deswegen etwas abgestraft habe oder beziehungsweise 2 Motorräder etwas Neues, anderes probieren. Deswegen habe ich sie abgestraft. Nicht, weil ich KTM jetzt nicht mehr mag oder so. Ich bin noch immer ein großer Fan von denen und deren Motorräder. Aber weiter geht's zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 ist die Honda CB 125 R Neo. Es handelt sich hierbei um ein Naked Bike mit einem flüssigkeitsgekühlten 4-Takt Einzylindermotor mit 126 Kilogramm und einer Leistung von 13,3 PS, sprich 9,8 kW. Der Tankinhalt beträgt 10,1 Liter und die Sitzhöhe sind 816 mm und der Preis ist ca. 4.390 Euro. Durch den kurzen Radstand und durch das leichte Gewicht von gerade mal 126 Kilogramm sollte jeder 125er Fahrer, der gerade anfängt, damit einen super leichten Einstieg haben in die Motorradwelt. Und das Design ist auch ziemlich aussagekräftig, ziemlich schick. Es ist nach dem Designmotto Neo Sports Kaffee gemacht worden. Kommen wir zu meinem Platz Nummer 1. Die Suzuki GSX R 125 Supersport. Mit einem Einzylinder Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt und einem Gewicht von 134 Kilogramm und einer Leistung von 11 kW, sprich 15 PS und einem Tankinhalt von 11 Liter und 124 Kubik und einer Sitzhöhe von 785 mm, ist es mein Platz Nummer 1 und der Preis in Österreich beträgt 5.120 Euro circa und der Preis in Deutschland beträgt 4.690 Euro. Ohne Spaß, ich habe wirklich lange überlegt, welchen Motorrad ich den Platz Nummer 1 gebe und ich habe mich schlussendlich für dieses Motorrad entschieden, weil es einfach unglaublich geil aussieht, finde ich. Es hat wirklich einen coolen Look bekommen und gerade für 125 ist der Look ausschlaggebend für die meisten zum Kaufen und das ist echt gut gelungen den Leuten. Zweitens hat dieses Motorrad einige Features, zum Beispiel das Keyless Go System, was ich auch sehr innovativ finde, dass man das in der 125er verbaut. Der ein oder andere mag sein, dass es sagt, dass es sinnlos ist. Ich finde es ganz cool, dass die Firmen mehr und mehr Features in die Motorräder integrieren. Auch bei KTM zum Beispiel, dass der Mann Musik streamen kann jetzt mit dem Update und so weiter. Also das sind alles solche Punkte, die finde ich einfach toll und die möchte ich würdigen. Und Suzuki hat für mich persönlich dieses Motorrad auf den Markt gebracht und ich bin schon drauf gesessen, auf der EICMA drauf. Und ich fand wirklich einen guten Sitz, schöner Beinwinkel. Es war einfach wirklich angenehm, darauf zu sitzen auf dem Motorrad. Und es sieht schick aus. Ja, für mich persönlich heißt das, dieses Jahr gebe ich 2 Motorräder meinen Vorschuss, meinen Vertrauensvorschuss. Ich vertraue in die Marken und ich vertraue darauf, dass sie die 125er nicht vergraulen wollen, die Fahrer. Weil das ist eine große Zielgruppe. Ich weiß da draußen, viele von euch machen den Führerschein. Und wenn ihr Tipps, Tricks oder so weiter sucht, seid ihr bei mir genau richtig. Also abchecken, Link hinten unten in der Beschreibung oder abonnieren. Den gesamten Sommer gibt es jede Woche von mir ein Video. Aber ich möchte jetzt noch keine Eigenwerbung mehr machen. Ich möchte jetzt noch eins sagen an euch da draußen. Auf jeden Fall solltet ihr alle Motorräder, die euch interessieren, Probe fahren. Möchte ich euch auch noch ans Herz legen, damit es da keine Probleme gibt. Fahrt die Dinger Probe und dann könnt ihr euch entscheiden. Weil dieses Ranking ist rein ein Online-Ranking und es gibt ganz viele andere Meinungen dazu. Schreibt mir eure auf jeden Fall in die Kommentare. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, bewerten nicht vergessen, haut rein und pfiat euch!